Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof auf der Walchen 2K20. Mein Feld hier, das sieht aber auch nicht so gut aus, ne? Hafer. Das braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Das könnte ich höchstens noch mal düngen, glaube ich. So, jo, ich muss mal gucken, dass ich hier wieder ablade. Ah, Alter, war das letzte Woche, ne, vorletzte Woche eine Misere hier, den Trecker wieder rauszukriegen. So. Na, Schläuche erst am Ende. So, gucken wir mal, ob wir den jetzt so hinkriegen, dass der auch schön ablädt. So. Dann müssen wir nämlich voll das restliche Gras vom Feld holen, von der Wiese holen. Ups, also. Ja. Damit wir endlich das. Alter, was ist denn hier los heute? Der ist aber heute ein bisschen zickig hier. Wenn man sei. So, warte mal, ich glaube, ich müsste hier noch mal das Mikrofon korrigieren. So, knacks, knacks, fertig. So, was ich auch gucken muss, ist, wie es meinen Tierchen geht. Ach so, warte, das muss ich ja hier gucken. Brauchen Wasser. Gewachsen sind sie ein bisschen, aber noch nicht viel. Okay. Dann müssen wir die Tage da mal Wasser nachfüllen. So. Der ist heute ein bisschen zickig, glaube ich. Jetzt aber. Dann geht's weiter. Ich bin am überlegen, ob ich gleich vielleicht ein bisschen umkoppel. Shit. Mist, ey. Wir haben den Dinger da nicht abgesenkt. Na jetzt. Ob ich mit dem Johnny hier den Rest fahren soll. Der fährt ein bisschen flotter. Hat ein bisschen mehr Leistung. Könnte man dann auch ein bisschen schneller fertig sein. Weil Wetterbericht. Oh, Wetterbericht ist noch okay. Aber trotzdem, mit dem Johnny sind wir ein bisschen effizienter, glaube ich. Und hier das Heu, weiß ich auch nicht, was da los ist, ey. Da gehen wir mal nochmal ran und messen nochmal. So, das sehen wir jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal wenden soll. Warte, ich probiere nochmal. Ah, das zeigt es doch an. Okay. Das könnte sein, dass wir da nochmal wenden müssen.
Wäre zwar dann doppelte Arbeit, aber wenn es dann wenigstens zu Heu wird, weil da hatte ich ja eigentlich vor, Heuballen drauf zu machen, dann muss man das halt tun. Kommt ja schon einiges zusammen. Dann stellen wir den gerade mal da drüben rein. Und nehmen den JD. Bildchen für Instagram, wer kennt's? Lässt ein Like da. So, da geht es schon ein bisschen schneller. 43 km/h immerhin. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt heute noch halbwegs fertig kriegen. Aber es ist halt auch mega viel Gras, was wir da gemäht haben. Das ist ja auch unser Wintervorrat, also von dem her. Müsste passen. Oh, der ist schon wieder voll. Ich brauche, glaube ich, demnächst mal einen größeren Ladewagen. Das ist eine der Sachen, die ich auf jeden Fall austauschen muss. Der kleine war zwar gut, aber das könnte man auch nächstes Jahr dann machen. Nächstes Jahr den Dinger austauschen. Dann müsste das hinhauen. Und dann wollte ich mir eigentlich auch noch mal ein paar Kühe kaufen. Aber ich glaube, das mache ich erst, wenn ich genügend Futter habe. Nicht, dass mir die dann wegsterben. Der sammelt noch gut, der Anhänger.
Aber er ist halt klein, er ist halt klein. Ich glaube, da gehen nur 19.000 Liter rein oder so. Das ist halt nicht so viel. Da fahre ich mich fast zu Tode. 15.000 sogar nur. Da gucke ich mal gerade in den Prospekt rein. Ladewagen. Ja, guck mal, der hat schon 30.000. Den gibt es sogar noch kleiner mit 17,5. 28. Und 30.000. Ich meine, die großen, die... Pff, mit denen, die, da komme ich hier nicht klar. Oder den Strautmann. Wobei der Pöttinger sieht mir gut aus. Eigentlich 45.000, 30.000 Liter. Der ist eigentlich bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerade hin. Aufbau nach hinten. Zweimal Standard. Wo sind denn die Wandschilder? Hä? Bin ich blind? Oder sind die dann hier dran? Aha. Okay. Ja, das wäre eine gute Option, denke ich. Mal gucken, nicht, dass da einer angerast kommt. Muss, glaube ich, gleich auch mal ein bisschen platt fahren. Vor allem ist auch die Aufnahme hinten nicht so breit, wie es für die Schwad eigentlich notwendig wäre. Also die ist sogar ein bisschen, der Rechen, der ist sogar ein bisschen klein, würde ich sagen. Fährst du 10-mal über die gleiche Stelle und passiert doch nichts.
Ja, hier zum Beispiel, da ist die Schwart ziemlich breit. Weiß nicht, ob er da jetzt alles aufgesammelt hat. Ja, und halt schon wieder voll. Boah, wir haben noch zwei, dreimal hin und her kutschieren müssen. Vielleicht sogar, ja, zweimal auf jeden Fall. Ich denke dreimal. Was ich mir auch noch besorgen muss, ist, irgendwie ein Schiebeschild für den Winter. Weil wenn hier oben alles eingeschneit ist, dann sitze ich da, ey. Sitze ich da und komme nicht mehr weg. So, liebe Leute, dann bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zusehen. Ich glaube, warte mal, wie mache ich das? Wie mache ich denn? Ah, hier. Das Fenster zu. Weil sonst staubt es gleich ein bisschen zu sehr. So. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne am Samstag wieder rein bei der nächsten Folge Weilchen RP. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.